Hi, hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir, Bastian, dem Wohnprinzen. Ich freue mich, dass ihr wieder einschaltet. Wir haben heute Montag und Montag ist Wohntag. Ich habe mich noch ein bisschen verschnuppert an. Das Prinzesschen war krank. Ich hatte so ein bisschen Schnuppi, die Schnupfen, Erkältung. Ich bin es auch noch nicht los. Aber mir geht es wieder so weit gut. Ich hoffe, dass das so bleibt. Weil manchmal geht es mir voll gut und danach ein paar Tagen geht's, kommt die Scheiße wieder von vorne. Ne? Ich habe geshoppt. Bei H&M Home. Gibt es online und ich hatte so einen leichten Frustmoment, weil einiges nicht so lief, wie ich mir das vorgestellt habe, denn auch in meinem Leben läuft einiges nicht so, wie man sich das vorstellt. Aber ich bin dann so, dass ich nicht aufgebe, sondern weitermache, weil ich glaube, dann wird es umso besser. Ich bin dabei, mein Wohnzimmer in so, man sieht es im Hintergrund, ich möchte in meinem Wohnzimmer das Thema New York Apartment geben. Wenn ich schon nicht nach New York komme und ich möchte super gerne mal nach New York, dann hole ich mir New York eben nach Hause. Und ich habe es im Hintergrund schon mit so einem tollen Bild gemacht und ich möchte jetzt so ein bisschen neue Möbel haben. Und ich habe euch das ja versprochen mit dem Fernseher. Soll ich das Video als nächstes machen oder als eine der nächsten Videos, dann kommentiert oder gebt dem Video einfach einen Daumen hoch. Wir nehmen das dann einfach mal als Abstimmung. Dann zeige ich das mal, weil ich muss es sowieso machen. Und wenn ihr mich quasi dazu dringt und zwingt, muss ich es jetzt auch mal langsam machen. Ich kriege den Arsch nicht hoch, ey. Kennt ihr das? Dass man euch an die Hand nehmen muss, wie ein kleines Kind oder einen Arschtritt geben muss, um so ein bisschen in die Puschen zu kommen. Ja. Also nicht lang schnacken. Ich habe so ein bisschen was bestellt, um den New York Apartment Style oder so wie ich mir das vorstelle, nach Hause zu holen. Und hab da so ein bisschen was gekauft. Das hab ich auch selbst bezahlt. Das hat hier kostet 26,70 €, wa? Hier. 26,70 €. Das sind 4 Artikel, glaube ich. Genau. Und ja, so ein bisschen was für meine Anrichte und ein bisschen was. Ja. Und zwar habe ich mir als erstes bestellt die H&M Curtains. Und zwar ist das, sind das Vorhänge, auf denen diese New York Hochhäuser bzw. diese New Yorker Häuser gedruckt sind. Ich finde das irgendwie total schön und zeige euch das mal. Passt mal auf. So sieht es aus. So, hier haben wir diesen Vorhang und den hätte ich nämlich so. Zack, ich hoffe, man konnte das jetzt gut erkennen. Da sind halt diese Hochhäuser mit diesen Gittern. Und so dahinter, den habe ich mir gekauft, weil ich den sehr schön fand. Aber ich sehe, das war nur einer. Muss ich mal halt noch einen bestellen. Mist. Kennt ihr das, wenn ihr dann so vorhin gekauft und dann sind da gar nicht so viele drin, wie ihr dachtet. Und dann müsst ihr noch einen neu kaufen. Das hat davon gekostet. Das war jetzt nicht teuer. Davon hat 14,95 € gekostet. Aber hier steht auch, glaube ich, nur einer drauf. Genau. Schade. Egal. Dann habe ich mir so ein bisschen Deko gekauft für meine neue Anrichte, weil ich möchte, dass es so ein bisschen edler aussieht. Und da gab es so ein paar tolle Kerzen. Als hätte ich nicht schon genug Kerzen zu Hause. Nein, Basti hat doch nicht genug Kerzen. Ich finde, man kann nie genug Kerzen haben. So sieht es nämlich aus. So sieht es aus. Hotel Home Sweet Home. Das ist in so einem kleinen schwarzen Glas. Ist jetzt geruchslos und hat diesen goldenen Rahmenaufdruck. Ich finde, der hat tatsächlich so ein bisschen was von so einem Hotel, Apartment aus New York. Weil dieses Goldschwarze und dann der Aufdruck, das hat was. Das hat mir einfach gut gefallen. Und das möchte ich so als Arrangement, Basti dreht durch, auf meine Anrichte stellen. Und zwar in einer Dreiergruppe. Sowohl in größeren als auch in kleineren Varianten. Ist jetzt nicht ein und dieselbe Kerze, sondern das jetzt hier ist nochmal eine mit einem Muster. Und zwar ist das ein Windlicht. Das hat so, ja, goldene Muster. Das hat mich so ein bisschen an Versace erinnert. Also schon ein bisschen exklusiver. Das hat mir gut gefallen. Hat so einen goldenen Schimmer. Und dann, ja, ich dachte, ich bestelle mal bei H&M Home. Ich kannte das immer nur so vom Hörensagen. Und ja, es gab schon oft Sachen, die mir gefallen haben, aber die ich einfach nicht bestellt habe. Und jetzt, da ich mein Wohnzimmer ja verändern möchte, möchte ich gerne so, oder habe ich mir vorgenommen, einfach mal bei H&M zu bestellen. Ihr dürft mir ja gerne mal sagen, was stellt ihr euch vor? Was darf in meinem New York Apartment Zimmer nicht fehlen? Schreibt es bitte in die Kommentare. Und dann habe ich nochmal so ein schwarzes Windlicht. Ich weiß gar nicht, ob man da durchgucken kann. Nein, man kann nicht durchgucken.
crazy. Das hat so sieht aus wie so eine Nietenoptik. Und ich finde, die drei so in der kleinen Gruppe aufgestellt, das kann ganz nett aussehen. Und deswegen habe ich mir die drei Sachen gekauft. Meine Frage an euch, welches der vier Sachen hat euch am besten gefallen? Also von den Windlichtern oder dem Vorhang? Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Mal ein etwas anderer Haul. Ich habe da, wie gesagt, noch nie bestellt und ich bin eigentlich recht zufrieden. Die Ware sieht sehr qualitativ hochwertig aus. Das Einzige, was mir hier so ein bisschen stört, aber das könnte jetzt auch so sein, dass das so gehört. Das ist jetzt hier nur billiger, hört sich so fies an, so preisgünstiger Aufkleber, der da drauf ist. Und der hat hier oben halt schon so schwarze Abreibung. Vielleicht soll das so sein, dass das so echt aussehen soll, oder es ist tatsächlich einfach von der Qualität her nicht so gut. Mal gucken, was das gekostet hat. Dieser hier hat gekostet 4,95 €. Dieser hier hat gekostet 2,95 € und der andere hier 3,95 €. Ja, wie gesagt, schreibt einen Kommentar, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann bewerte es und ich verlinke dir am Ende des Videos nochmal zwei Stück, rechts oder links. Die Entscheidung liegt wie immer bei euch oder bei dir. Ich bin sehr gespannt und macht mir gerne Themenvorschläge. Dürft ihr gerne machen, ich gehe da sehr, sehr gerne drauf ein. Also, das war mein H&M Home Haul. Darf ich sich das anhören? H&M Home Haul. Sag das mal dreimal ganz schnell hintereinander. H&M Home Haul. H&M Home Haul. H&M Home Haul. H&M Home Haul. Bis zum nächsten Video. Ciao, euer Wohnprinz Bastian. Ciao, ciao. So, mein Kind muss, dann nehmt ihr die Steine. Wirklich am Ende seines Lebens war, weil er einfach keine Perspektiven und Aussichten mehr hatte, durch eine so kleine Begegnung, eine